Thema habt ihr mitgekriegt? Thema ist heute, sind heute Cyanos. Cyanos, jeder kennt sie, zumindest vom Hörensagen. Auch Blaualgen genannt, Cyanophyzen oder Cyanobakterien. Im Süßwasser sind sie in der Regel blaugrün, im Meerwasser sind sie rot. Im Prinzip gilt für die meisten Dinge, gilt für beide das Gleiche. Es handelt sich halt, wie gesagt, um Bakterien, die lichtaktive Stoffe, also assimilatorisch funktionierende Stoffe eingelagert haben. Und das sind halt unterschiedliche Farbstoffe. Ja, also ganz besonders sieht man halt bei Süß- und Meerwasser den Unterschied, dass es da ganz viele verschiedene Stoffe gibt. Eins haben fast alle ca. 2000 Arten von Cyanos gemeinsam, also die können Stickstoff fixieren. Das heißt, die können selbst da leben, wo quasi kein Ammonium, Ammoniak, Harnstoff, Nitrit, Nitrat im Wasser vorhanden ist. Ja. Weil die eben aus Luftstickstoff pflanzenverfügbaren Stickstoff machen können. So, das bedeutet, die können halt auch da überleben, wo selbst Pflanzen nicht mehr überleben können. Ja, und auch Cyanos sind letztendlich auch die Bakterien, die quasi unsere Erde damals umgestaltet haben. Weil die Uratmosphäre enthielt keinen Sauerstoff, sondern alles möglich, aber halt kein Sauerstoff. Stickstoff und wahrscheinlich auch Methan. Halt alles Mögliche. Aber halt CO2 und halt kein Sauerstoff. Sauerstoff war für die ersten Lebensformen auf der Erde sogar giftig. Ja, und diese Cyanos, diese Cyanobakterien, die haben dann halt unsere Erde umgestaltet und haben halt aus den diversen vorhandenen Stoffen haben die halt Sauerstoff produziert und damit die Erde nachhaltig verändert, dass sich also auch die Bakterien und die und andere daraus später sich entwickelnden Lebensformen sich aber also ganz gehörig umstellen mussten und sich auf Sauerstoffatmung umstellen mussten. Ja, und das ist denen natürlich gelungen, sonst wären wir heute nicht hier. Naja, auf jeden Fall, eins haben sie auch gemeinsam. Da, wo die Cyanos sich breit machen, darunter rührt sich nichts mehr. Ja, also die Schotten, quasi die Bereiche, auf denen sie sich festsetzen, also alles, was darunter ist, Schotten, die also hermetisch gegen den Rest des Aquariums oder in der Natur halt, gegen alles andere schotten die ab. Ja, also die sind so dicht, dass sie also, dass sich unter diesen schleimigen Belägen sogar Luftblasen fangen. Das kennt man also, wenn die also richtig schön ordentlich Licht haben und ordentlich Sauerstoff produzieren, dass sich darunter sogar Luftblasen bilden. Und wenn das kann sogar so stark werden, dass also die Cyanos dann quasi als Ganzes, als großer Fladen aufschwimmen. Ja, also im Meerwasser ist das sogar noch sichtbarer, noch verbreiteter als im Süßwasser. Was die auch gemeinsam haben, die Cyanos sind phosphatlimitiert. Das heißt, da wo kein Phosphat vorhanden ist, können die nicht existieren.
Ob uns das jetzt hier im Moment weiterbringt, ist natürlich die andere Frage. Weil also im Bodengrund eigentlich immer Phosphat enthalten ist. Und zwar zumindest in Form von Eisenphosphat, was also unter reduktiven Bedingungen also auch wieder in Lösung gebracht werden kann. Deswegen ist es schwierig, also diese Phosphatlimitierung bei den Cyanos zu nutzen, um sie auszuhungern. Ja, das funktioniert also nicht. Ja, über die genauen Gründe, warum sich Cyanos entwickeln, da rätselt die Welt, weil es gibt halt, wie gesagt, circa 2000 verschiedene Arten und diese 2000 verschiedenen Arten haben also auch unterschiedliche Ansprüche. Ja, das heißt also, es gibt Formen, die also bei besonders schlechter Wasserqualität auftreten und andere, die auch unter Umständen sogar bei besonders guter Wasserqualität auftreten können. Ja, also von daher ist es müßig zu sagen, ja, die kommen daher oder daher. Man wird vermutlich in erster Linie das Symptom behandeln müssen, ja, weil man eben die tatsächliche Ursache nur sehr, sehr schwer herausfindet. Ja, und was jetzt die Bekämpfung dieser Cyanos angeht, gibt es natürlich x verschiedene Ansätze. Dadurch, dass es eben Bakterien sind, wurde, ich sag mal, so, ich weiß es noch aus den 80er, 90er Jahren, wurden die gerne auch mal mit Antibiotika bekämpft, was natürlich dann zur Folge hat, dass also auch die gesamte Biologie des Aquariums dann nachhaltig, unter Umständen nachhaltig, negativ beeinflusst wurde. Ja, dann gab es also auch etliche andere Medikamente, die man da einsetzen konnte, die dann meistens aber trotzdem irgendwo Antibiotika ähnlich waren. Also Furane zum Beispiel und andere Mittel. Ja, und dann wurden Versuche gemacht mit Wasserstoffperoxid und was auch sonst noch alles. Ja, also angeblich auch mit diesem Glutaraldehyd, also dem Mittel aus Visicabo und verwandten Produkten. Und die möglicherweise funktionieren, ich habe es selber noch nie ausprobiert, kann ich jetzt nichts Konkretes zu sagen. Aber letztendlich ist das auch nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss. Ich meine, heute gibt es auch Produkte, die also eigentlich eher weniger auf dem deutschen Markt zu finden sind, als auf dem amerikanischen, englischen Markt. Ja, die, wie heißt eine Green Slime, was weiß ich, oder weiß ich jetzt, wie die Produkte heißen. Also ich habe mich mit denen noch nicht beschäftigt und angeblich sollen die ganz gut funktionieren. Aber wie gesagt, das handelt sich bei diesen ganzen Geschichten immer um Chemie. Ja, und Chemie hat meistens Nebenwirkungen, die sicher nicht immer positiv sind. Deswegen kann ich persönlich einfach immer nur davon abraten. Also meine Strategie, um Cyanos zu beseitigen, ist eigentlich relativ einfach. Und zwar nennt sie sich absaugen, stören und Konkurrenz schaffen. Weil Cyanos also oftmals auch Flächen besiedeln, die von Biofilmen schlecht besiedelt sind, weil zum Beispiel die Filterung viel zu stark ausgelegt ist. Ja, das ist also zum Beispiel eine Möglichkeit, warum sich Cyanos bilden. Und die nutzen dann halt auch diese Flächen, die also schlecht von Biofilmen besiedelt sind und machen sich dann da breit. Ja, und sorgen dann dafür, eben dadurch, dass sie den Bereich komplett abschotten gegen den Rest des Aquariums, dass also die möglicherweise schon vorhandenen Biofilme
jetzt speziell was die Einzeller angeht oder beziehungsweise die Organismen darin, die auf Sauerstoff angewiesen sind, dass die also absterben, ja, und sich dann da unter Umständen sogar Fäulnisherde darunter bilden. Also absaugen bedeutet natürlich, also möglichst effizient den größten Teil der Cyanos mit einem Schlauch, mit einer Mulmglocke oder was auch immer richtig absaugen. Und wenn kleine Reste überbleiben, ist auch nicht ganz so dramatisch. Aber wichtig ist dann danach, dass man eben die Cyanos erstmal gar nicht erst richtig sich etablieren lässt. Ja, also immer wieder, sobald man merkt, sie kommen wieder, direkt wieder absaugen, absaugen, absaugen. Und was also auch oft geholfen hat, ist, dass man dann den Bodengrund, also zumindest auch an den Stellen, wo die sich aufgehalten haben, dass man den Bodengrund also richtig schön durchrührt, dass sich also der Schlamm aus dem Bodengrund ins Wasser begibt, also dass der im Wasser flottiert und dann auch sich auf den Stellen ablegt, wo die Cyanos vorher waren. Ja, das fällt jetzt unter die Kategorie Konkurrenz schaffen, weil da sich auch in diesem Schlamm und überhaupt in dem Ganzen, was man da aufwirbelt, also auch Teile von Biofilmen befinden. Ja, und die sollen eben dafür sorgen, dass also diese Stellen sich möglicherweise besser besiedeln. Ja, manchmal hilft es auch, den Filter zusätzlich zu drosseln, ja, damit also das Becken, also dass im Becken einfach die Chance besteht, dass sich da effektivere Biofilme ansiedeln. Ja, man kann natürlich auch hingehen, also zusätzlich zu dem Aufwirbeln, die sogenannten Filterbakterien ins Wasser zu schütten. Ja, ist natürlich die teure Version, aber letztendlich ist es da eben wichtig, dass man eine Konkurrenz schafft, aber günstiger und meines Erachtens mit Sicherheit mindestens genauso effektiv und eigentlich meiner Meinung nach sogar effektiver, weil in der Regel also viel umfangreicher in der Artenvielfalt sind die sogenannten effektiven Mikroorganismen. Ja, diese effektiven Mikroorganismen, das sind eben diverse Milchsäurebakterienarten, das sind verschiedene Hefen. Ich meine, das kommt natürlich letztendlich auch aufs Produkt selbst an, aber ich habe unten in meinem Amazon Store ein helles Produkt, das erstmal nicht so stinken soll wie die dunkleren Produkte. Und da in der Zusammensetzung, also da kann man eigentlich ganz gut lesen, was da alles drin ist. Und das macht also Sinn, da eine möglichst große Zahl an verschiedensten Mikroorganismen ins Wasser einzubringen, damit einfach die Chance groß ist, dass da eben diese Konkurrenzsituation entsteht. Ja, und letztendlich alle Maßnahmen zusammen sorgen dann dafür, dass sich die Cyanos auch, dass sie verschwinden. Ja, zusätzlich kann man auch noch mit einer Dunkelkur, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ja, da ist es eben, dann muss man das Aquarium abdunkeln, also Beleuchtung abschalten und das Aquarium so einpacken, dass also überhaupt kein Licht mehr aus der Wohnung oder wo auch immer ins Aquarium gelangen kann und das mindestens für 4-5 Tage. Ja, und diese Zeit, 4-5 Tage, schaden also den Pflanzen nicht. Ich zeige euch mal bei der Gelegenheit, wo wir schon mal dabei sind, zeige ich euch mal ein paar Bilder von Cyanos, wie sowas aussehen kann. Das sind jetzt, das ist jetzt eben im Süßwasser. Ich meine, da sieht man eigentlich auch ganz gut, dass sich da Gasblasen drunter gebildet haben. Und das können also richtig eklige, großflächige Belege werden. Hier sieht man also richtig einen massiven Befall. Der ist also wirklich schon eher Richtung Blau.
Und das ist also schon echt heftig. Und hier sieht man also, wie sich solche Belege unter Umständen auf dem Bodengrund, wie die beginnen können. Ja, und am besten ist es da schon anzufangen, den Bodengrund aufzuwirbeln, um quasi, ich meine, die dünnen Belege, da macht es keinen großen Sinn, die abzusaugen. Weil da holt man mehr Sand oder Kies aus dem Becken als von den Cyanos. Und da macht es auf jeden Fall also Sinn, den Bodengrund großflächig aufzuwirbeln und immer wieder aufzuwirbeln und das jeden Tag, mindestens einmal am Tag. Und wie gesagt, ich würde bei der Gelegenheit also in solchen Becken auch die Filterung drosseln. Ja, und hier sieht man ein Beispiel, so sieht das im Meerwasser aus. Ja, das ist also auch schon ein ganz schön heftiger Befall. Ja, und ja, das ist wunderschönes Rot. Ja, also, wenn man das so bezeichnen darf. Also das sind so verschiedene Cyanos. So, damit sind wir mit den Bildern auch durch.